Was nun, Frau von der Leyen? Das fragen wir heute in einem ZDF-Spezial. Die mächtigste Frau in Brüssel, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Allerdings sitzen wir nicht am selben Tisch. Dies ist eine Zuschaltung aus Brüssel nach Mainz. In diesen Corona-Zeiten ändert sich ja manches. Videoschaltungen gehören für die allermeisten jetzt zum Arbeitsalltag, also auch bei uns heute. Frau von der Leyen, die erste Frage. Geschlossene Grenzen, endlose Lkw-Staus, Pflegehelfer, die nicht mehr durchkommen und eine EU, in der jeder nur für sich selber kämpft. Wird Europa zum Opfer der Corona-Krise? Das, was Sie eben geschildert haben, war in der Tat am Anfang der Krise, Ende Februar, Anfang März der Fall. Das war ein ziemlicher Rückfall in das Verhalten, dass man zunächst nur auf seine eigenen nationalen Probleme schaut. Wir haben hart als Kommission daran gearbeitet, dass das besser wird. Wir haben jetzt die grünen Korridore an den Grenzen. Der Warenfluss ist wieder sichergestellt. Wir haben die Exportbeschränkungen, die manche Mitgliedstaaten für medizinische Güter eingeführt haben, aufgehoben. Jetzt ist es deutlich besser, weil alle gemerkt haben, sie schneiden sich sonst den Ast ab, auf dem sie sitzen. Und nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise. Ja, Sie haben selbst gesagt, wir haben alle in einen Abgrund geschaut. Die Länder hätten eben nur an ihre eigenen Probleme gedacht. Aber Sie sind ja die Präsidentin der Kommission, Frau von der Leyen. Warum konnten Sie das nicht verhindern? Warum hat Sie das Ganze überrollt? Nun, am Anfang war es so, dass wir im gemeinsamen Europäischen Rat uns fest in die Hand versprochen haben, dass wir europäisch vorgehen. Auf der Gesundheitspolitik hat zum Beispiel die Kommission sehr wenige Kompetenzen. Wir mussten dann schlicht und einfach die Führung übernehmen, gerade bei den Fragen, wie beschaffen wir gemeinsam, wie haben wir einen gemeinsamen Markt für diese wichtigen medizinischen Güter, wie gehen wir um mit China, das uns dann auch Waren liefert. Wie können wir dafür sorgen, dass Fabriken ihre Produktionsketten umstellen, zum Beispiel Modehäuser jetzt Schutzmasken produzieren. Das alles haben wir gemacht auf der Seite der Gesundheit und bei den Grenzen sehr konsequent Leitlinien herausgegeben, an die sich die Länder jetzt halten. Jetzt fließt, wie gesagt, der Warenverkehr wieder und die Menschen können auch die zur Arbeit müssen und wichtige Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel in den Krankenhäusern arbeiten, können jetzt ohne weiteres und ohne weitere Wartezeiten wieder die Grenzen überwinden. Aber es hat seine Zeit genommen. Es war aber gut zu sehen, dass wir europäisch doch stärker sind als im Alleingang. Aber kommen wir noch mal zu dem Anfang zurück und die Schließung der Grenzen, Frau von der Leyen. Das war ja sozusagen der Sündenfall, der Zusammenbruch des Schengen-Raums mit der Bewegungsfreiheit von Bürgern und von Waren. Sie haben dem nichts entgegengesetzt. Sie haben eben von Führung gesprochen. Aber eigentlich war es doch genau das Gegenteil. Es war ein totaler Mangel an Autorität der Europäischen Kommission. Das, was wir gesehen haben, und ich finde, das ist verständlich, war der Schutzreflex der Nationalstaaten zu sagen, wir müssen zunächst einmal unsere Bevölkerung schützen. Und alle erinnern, wie das war, als wir in die Krise reingegangen sind. Und entscheidend ist, wie sich das dann weiterentwickelt. Und heute sehen wir, dank der Europäischen Kommission, dank der europäischen Führung, haben wir jetzt wieder geordnete Verfahren. Wir arbeiten zusammen. Wir sehen viel Solidarität. Wir sehen, dass Masken, die in Bulgarien gefertigt werden, nach Österreich geliefert werden, Schutzausrüstung von Tschechien nach Italien geht. Deutschland übernimmt Patienten aus Frankreich, Österreich wiederum aus Italien Patienten. Polnische Ärzte sind jetzt in Italien und helfen. Und wir sind jetzt 4 Wochen weiter. Insofern, wir haben uns wieder daran erinnert, wie stark wir sind, wenn wir den europäischen Gedanken nach vorne stellen. Und so ist es ja ein gutes Ergebnis. Es ordnet sich jetzt, in der Tat ist das so. Aber für diese starken, symbolkräftigen Bilder haben ja am Ende doch andere gesorgt. Da kommen jetzt China und Russland und liefern dann spektakulär Schutzmasken. Haben Sie anfänglich auch mal gedacht, einen Hilfstransport nach Italien zu schicken, einfach um auch deutlich zu machen, Europa hilft? Wir haben ja alleine 2 Millionen Masken nach Italien geschickt, sehr schnell. Und was China angeht, schauen Sie, ich habe vor kurzem mit Li Keqiang telefoniert, dem Premierminister aus China. Und das Erste, was er sagte, war, wir haben nicht vergessen, dass im Januar, als wir so schwer von der Krise betroffen waren, Europa uns 56 Tonnen Material geliefert hat. Und wir möchten euch jetzt helfen. Und ich finde, das ist eine gute Geste. Das kann man auch annehmen. Und ich finde, dafür kann man durchaus dankbar sein. Da
brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Wir haben viele andere Länder, die jetzt auch helfen. Und wir wiederum helfen auch untereinander. Aber es geht ja auch um die Wirkung, Frau von der Leyen, die Europa hatte. Und da gab es in dieser Woche ein interessantes Signal aus Italien, eine ganzseitige Zeitungsanzeige von Bürgermeistern und von Politikern, die sich direkt an Deutschland, aber auch an die EU gewandt haben und finanzielle Solidarität gefordert haben in Form von Corona-Bonds, den sogenannten Corona-Bonds, mit einem Bezug durchaus auch auf die deutsche Geschichte, auf die Verpflichtung zur Solidarität. Corona-Bonds, das sind zeitlich begrenzte gemeinschaftliche Anleihen zu günstigen Zinsen. Wird etwas aus dieser Idee, weil Europa zusammenstehen muss, wegen der Solidarität, die Sie eben angemahnt haben, oder ist diese Idee am Widerstand Deutschlands schon gescheitert? Die Eurogruppe kümmert sich genau darum, jetzt auch Vorschläge zu machen an den Europäischen Rat. Dahinter steht aber ja mehr. Wir sehen gerade wegen der Corona-Krise, weil wir das gesamte öffentliche Leben runterfahren müssten, einen tiefen wirtschaftlichen Einbruch quer durch Europa. Und hier in der Tat müssen wir alle die Instrumente jetzt auf den Tisch legen, die wirksam sind, die wir schnell einsetzen können und die Europa einen und nicht spalten. Und die Europäische Kommission hat sehr konsequent ein Riesenpaket auf den Weg gebracht. Es hat noch nie vorher so ein großes Paket gegeben. Nämlich erstens Staatsbeihilfen freigeben, sodass die Länder Liquidität in ihre Wirtschaften pumpen können. Zweitens die Verschuldensgrenzen lockern, damit sie auch tatsächlich Beinfreiheit haben. Wir haben gestern ein großes Paket für 100 Milliarden auf den Weg gebracht, damit Kurzarbeit finanziert werden kann in den Ländern, die es brauchen. Und da ist ganz interessant, dass wir es finanzieren durch tatsächlich gelebte europäische Solidarität in Aktion, nämlich die Mitgliedstaaten garantieren 25 Milliarden, die wir als Kommission dann hebeln können auf 100 Milliarden. So stelle ich mir Europa vor. Sie haben eben nicht geantwortet, Frau von der Leyen, ob die Idee der Corona-Bonds, das ist ja ein Herzensanliegen der Südländer, der Italiener, aber auch von Präsident Macron, Realität wird oder nicht. Schließen Sie das aus, wenn Sie auf die anderen Instrumente verweisen? Also die Eurogruppe, wie ich sagte, beschäftigt sich damit am Dienstag. Es gibt da zwei Vorschläge. Das eine ist, sind die vorsorglichen Kreditlinien im europäischen Stabilitätsmechanismus. Und das andere ist der Vorschlag der Corona-Bonds. Und genau damit muss sich die Eurogruppe auseinandersetzen, nämlich die Mitgliedstaaten müssen gemeinsam eine Lösung finden. Unser Vorschlag der Finanzierung der Kurzarbeit mit 100 Milliarden ist ein einigender Vorschlag, der auf jeden Fall weiterhilft. Und über die anderen Instrumente müssen sich die Finanzminister beugen. Aber bedeutet das nicht auch eine Art Gemeinschaftshaftung dann durch die Hintertür, diese 100 Milliarden? Ja, ich sagte, das ist gelebte europäische Solidarität. Die Mitgliedstaaten garantieren 25 Milliarden und die Europäische Kommission kann das Geld nehmen und es hebeln, damit wir den Ländern zu Hilfe kommen, die sonst von Massenarbeitslosigkeit bedroht wären. Es ist ja das entscheidende Instrument in der Kurzarbeit, dass wir sagen, diese gesunden Unternehmen, zum Beispiel in der Lombardei, die jetzt getroffen werden vom der Pandemie, diese gesunden Unternehmen sollen ihre Belegschaft im Betrieb behalten, damit behalten sie das Wissen. Und wenn die Weltwirtschaft wieder anspringt, dann können sie sagen, wir können Aufträge nehmen, weil wir hier unsere Leute haben. Das sind klasse Unternehmen. Das ist wieder deutscher Mittelstand. Das ist genau die richtige Aktion, die wir jetzt tun müssen, damit wir stark wieder auch in die Erholungsphase gehen können und nicht durch Massenarbeitslosigkeit unser Wissen verloren haben. Also das ist quasi ein Baustein eines Kompromisses. Sie sagen, es braucht Instrumente, die nicht weiter spalten. Die deutsche Vorstellung, die der Finanzminister und auch die Bundeskanzlerin haben, nämlich, dass man doch noch mal den ESM bemüht, diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, wäre das auch aus Ihrer Sicht wirklich ein eher spaltendes Element? Weil die Südländer, erinnernd an die Finanzkrise 2008, gehen natürlich sofort auf die Palme, wenn die sagen, jetzt sollen wir wieder den ESM anzapfen. Sollte dieses Instrument noch mal eine größere Rolle spielen aus Ihrer Sicht oder sollte es auch vom Tisch genommen werden? Im ESM und diesen möglichen Kreditlinien des ESM wird jetzt verhandelt mit den Finanzministern. Olaf Scholz ist da sehr tief im Gespräch mit all den verschiedenen Finanzministern über die Frage der Bedingungen.
Das ist genau das, wo jetzt Verhandlung läuft. Und wie immer bei Verhandlungen muss man sehen, wie zum Schluss dann eine Lösung möglich ist oder auch nicht möglich ist. Aber wenn wir mal das größere Bild anschauen, dann ist es nicht nur eine Frage ESM oder Corona-Bonds, sondern die Europäische Zentralbank hat 750 Milliarden auch noch mal zur Verfügung gestellt, um hier auch stützen zu können. Und wenn wir den Blick weiten und ein Instrument suchen, das gemeinsam große Kraft entfalten kann für eine Investition, die wir brauchen werden in der Erholungsphase, dann ist das der europäische Haushalt. Der ist von allen akzeptiert. Alle verstehen, dass er ein Ausgleich ist. Alle verstehen, dass er transparent ist und dass wir dort das riesige Investitionspaket, das wir brauchen, so etwas wie einen Marshallplan, tatsächlich auf den Weg bringen könnten. Also mein Blick geht dahin. Frau von der Leyen, Sie sprechen vom größeren Bild. Könnte das größere Bild auch so aussehen, wenn die Finanzminister sich nicht einigen bei ihrem Treffen in der nächsten Woche, dass dann der Euro auf dem Spiel steht, dass Europa dann zerbricht, die Währungsunion zerbricht? Genau, um dieses nicht niemals auch Gedanke werden zu lassen, ist es ja so wichtig, dass wir alle Möglichkeiten besprechen, die helfen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Europa zusammenhält und Lösungen findet. Alleine die Tatsache, dass wir SURE jetzt auf den Weg gebracht haben, die Kurzarbeit, innerhalb Rekordzeit, das waren wenige Tage, 4, 5 Tage. Und ich habe mit den Staats- und Regierungschefs telefoniert und die waren sofort bereit, die Garantien zur Verfügung zu stellen. Und das zeigt eben auch, alle sind an einer gemeinsamen Lösung interessiert, weil wir wissen, dass wir, wenn wir gemeinsam durch diese Krise gehen, stärker aus der Krise hervorgehen. Und die Alternative ist für keinen eine mögliche. Frau von der Leyen, zu dieser Sendung gehört die Satzergänzung. Wir geben Ihnen einen Halbsatz vor und bitten Sie, ihn bitte ganz knapp zu vervollständigen. Und der erste lautet, dass die Deutschen in der Corona-Krise nun Klopapier und die Franzosen Rotwein hamstern. Ist die charmante Variante, dass wir eben doch alle Europäer sind, aber so unsere Eigenheiten pflegen. Dass vom österreichischen Skigebiet Ischgl aus halb Europa infiziert wurde. Sollte uns eine Lehre sein, die wir niemals vergessen. Dass Donald Trump ein Einreiseverbot für Europäer verhängt hat. Haben wir mit Gelassenheit hingenommen. Wir haben es klüger gemacht. Wir haben gesagt, für alle gibt es Einreisebeschränkungen, wenn es unnötige Reisen sind, und schützen damit alle in der Zeit, in der Europa im Zentrum der Krise, der Viruskrise steht. Für mich persönlich bedeutet die Ausgangssperre in Brüssel Einschränkung, aber die nehme ich gerne hin, denn ich weiß, was auf dem Spiel steht und wie wichtig es ist, dass wir uns jetzt sehr diszipliniert verhalten. Dass es, weil die Zeit nicht reicht, am Ende des Jahres doch noch zu einem harten Brexit kommt? Die Corona-Krise macht es nicht leichter. Wir sind mitten in den Verhandlungen und die sind schwer, dadurch, dass wir fast nur über Videokonferenzen arbeiten können. Wir tun alles, dass es nicht dazu kommt und wir eine gute Verabredung mit unseren Nachbarn haben. Aber sollte es zu einem harten Brexit kommen, steht Europa stark da und die Verhandlungen können weitergehen. Bitte nur einen Halbsatz, Frau von der Leyen. Eine Mundschutzpflicht für ganz Europa? Das sollten die Wissenschaftler entscheiden, die sich genau mit der Frage der Infektionsfähigkeit und der Schutzfähigkeit der Masken beschäftigen. Frau von der Leyen, danke für die Satzergänzung. Kommen wir noch mal auf die nationalen Alleingänge in Europa zurück, die Sie ja auch beklagt haben. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat ja jetzt eine Art Notstandsgesetz verabschieden lassen, hebelt damit die Demokratie in Ungarn weiter aus. Sie haben das kritisiert, aber dann doch auffallend milde, zumindest ohne seinen Namen überhaupt nur zu nennen. Warum diese Zurückhaltung? Warum reden Sie nicht da stärker Klartext? Wir haben gesehen, dass viele Mitgliedstaaten, fast die Hälfte, Ausnahmeregelungen erlassen haben, um gerade jetzt auch in dieser Krise schnell handeln zu können. Und das ist erstmal in Ordnung, dass sie diese Bewegungsmöglichkeiten haben. Für mich ist entscheidend, sie müssen verhältnismäßig sein.
Sie müssen zeitlich begrenzt sein und sie müssen unter demokratischer Kontrolle bleiben. Das ist die rechtliche Situation. Und der Justizkommissar bewertet gerade diese verschiedenen Regelungen in den verschiedenen Ländern. Wir haben aber mit Ungarn auch eine politische Erfahrung. Und das war eine kritische Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und deshalb schauen wir dort ganz besonders hin. Und wenn es nötig ist, werden wir handeln. Aber Frau von der Leyen, wie werden Sie handeln? Und Sie haben schon ziemlich lange Geduld. Muss Viktor Orbán nicht konkrete Konsequenzen spüren? Warum treten Sie eigentlich als führende europäische Christdemokratin nicht dafür ein, dass seine Partei Fidesz endlich aus der EVP ausgeschlossen wird? Ich bin als Kommissionspräsidentin nicht an Parteipolitik gebunden, sondern überparteilich, darauf achte ich sehr. Orbán zeigt sich von dem allen ziemlich unbeeindruckt, auch von ihrer Kritik. Und das genauso auch in der Flüchtlingspolitik. Gestern urteilte ja der Europäische Gerichtshof, dass Ungarn, dass Polen und Tschechien, die drei 2015 widerrechtlich gehandelt haben und Flüchtlinge hätten aufnehmen lassen, wie es eigentlich vereinbart war. Also das schert alle drei Regierungschefs nicht, dieses Urteil. Was ziehen Sie daraus jetzt für Konsequenzen, Frau von der Leyen? Werden Sie klagen? Das ist ein wichtiges Urteil. Es betrifft zwar einen Zustand in der Vergangenheit, aber es hat sehr klar gemacht, dass in Krisensituationen, und das war 2015, die Verantwortung und die Pflicht zur Solidarität da ist. Und da wir im Augenblick den Blick nach vorne werfen auf ein gemeinsames Migrationskonzept, wird dieses Urteil auch auf seine Art einfließen darin. Es wird also die Zukunft prägen. Wir können die Vergangenheit nicht mehr heilen, aber wir können für die Zukunft diese sichere juristische Grundlage nutzen. Europa, Frau von der Leyen, hat ja noch eine Zusage umzusetzen. Das sind die 1600 Kinder und Kranke aus den Flüchtlingslagern in Griechenland, zum Beispiel aus Lesbos, herauszuholen. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist das dringender denn je. Ärzte ohne Grenzen fordern Sie als Kommissionspräsidentin und Medizinerin dazu auch persönlich auf. Warum passiert da bisher nichts? Ja, und das ist ja auch richtig. Und die Migrationskommissarin ist unentwegt damit beschäftigt, sich auch um dieses Thema zu kümmern, gemeinsam mit Griechenland. In der Tat 1600 unbegleitete Jugendliche. Wir sind sehr, sehr dankbar. 8 Mitgliedstaaten haben ihre Bereitschaft erklärt. Die ersten werden nächste Woche wahrscheinlich nach Luxemburg gehen. Es war am Anfang nicht ganz einfach, mit Griechenland tatsächlich dann auch diese Jugendlichen zu identifizieren und mit den Mitgliedsländern zu klären, was ihre Vorstellungen und Bedingungen sind. Also zum Beispiel, welche Sprachen sie anbieten können, wenn sie Lehrerinnen und Lehrer für diese Sprachen haben, um das ein bisschen zu erklären auch. Aber die Migrationskommissarin sagte mir, dass sie jetzt so weit sind, dass sie diese Themen geklärt haben und wir deshalb auch uns um diese unbegleiteten Jugendlichen kümmern können. Es geht aber auch noch um mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Schwächsten und Schutzbedürftigsten in diesen Lagern besser versorgen können, nämlich zum Beispiel in Hotels bringen können, sollte das Coronavirus auch diese Lager erreichen. Und das ist eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir sie aufs Festland bringen können, dass wir alternative Möglichkeiten entwickeln. Genau daran arbeitet Ylva Johansson. Frau von der Leyen, die Zeit läuft uns schon weg. Sie sind jetzt auch befasst und müssen sich befassen mit der Exit-Strategie in der Corona-Krise. Also wann kann man die Maßnahmen in Europa wieder zurückfahren? Wir können das nicht mehr ausgiebig diskutieren, aber wir würden gerne noch von Ihnen wissen, wenn Sie an die Bewältigung dieser Krise denken, denken Sie da in Wochen oder denken Sie in Monaten, wenn nicht gar länger? Ich denke, sicherlich eher in Monaten, wenn wir den Weg aus der Krise gehen und eine Roadmap dafür vorlegen, dann wird es so sein, dass wir im umgekehrten Weg die Maßnahmen wieder beenden werden. Und wir müssen Kriterien dafür finden. Also zum Beispiel, wie ist die Infektionsrate des Virus in einem Land und wie ist die Anzahl der Intensivbetten, um ein Beispiel zu nehmen. Diese Exit-Strategie, die aber noch sehr viel mehr Komponenten hat, als ich eben geschildert habe, beinhaltet, werden wir in Kürze vorlegen. Sie ist eine Empfehlung für die Mitgliedstaaten, gemeinsam den Weg wieder aus der Krise zu schaffen, wohlwissend, dass wir in unterschiedlichen Regionen Europas ganz unterschiedliche Stadien der Epidemie und der Pandemie haben. Das macht die Aufgabe auch für Sie umso größer. Vielen Dank, Frau von der Leyen. Das war Was nun. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Im Fernsehprogramm des ZDF geht es jetzt hier weiter mit Bettys Diagnose. Ihnen noch einen schönen Abend aus Mainz und vielen Dank nach Brüssel. Schönen Abend.